Und damit herzlich willkommen zurück, Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Episode Let's Play Blasphemous. In der heutigen Episode werde ich euch zeigen, wie man Estras besiegt. Wenn ich es schaffe. Ist schon ein bisschen her, seit ich das letzte Mal gemacht habe. Vielleicht zeige ich euch auch einfach nur, wie der Kampf gegen ihn abläuft. Und mach mir nicht die Mühe, ihn tatsächlich auch kaputt zu machen. Das ist jetzt im Übrigen wieder ein komplett anderer Spielstand, den ich jetzt wirklich nur auf die Schnelle erstellt habe, damit ich euch zeigen kann, wie man Estras besiegt. Und wenn wir das hinter uns haben, werde ich meinen eigentlichen Spielstand wieder laden und dann würde ich sagen, machen wir da weiter, wo wir das letzte Mal tatsächlich aufgehört haben. Hello. Light the solace and the life. Pray thee heed my prayers, O Lord of the bare feet. Oh, forgive me, penitent one. Without my knowing, amidst prayers, our roads and faults become intertwined once more. What can I do to avoid the difficulties that the miracle layeth in front of my bare feet? Du wartest hier. Ich komme gleich wieder. Nein. Au. So, in meinem eigentlichen Spielstand müsste ich den Weg eigentlich freigemacht haben. Wie gesagt, dieser Spielstand hier, den habe ich jetzt nur erstellt, damit ich euch zeigen kann, wie es ist, gegen Estras zu kämpfen. Ja, ja, ja. Dankeschön. Ich freue mich immer, wenn ich Fußzehen geschenkt bekomme. So. So, jetzt muss ich gerade noch mal schauen. Das brauche ich auf jeden Fall, denn Estras kämpft genau wie seine Schwester mit Blitzelement. Wie ihr seht, ich habe nicht das entsprechende Item von seiner Schwester erhalten, weshalb wir eigentlich auf ihn treffen sollten. Sister, I know you are there. Even if I can't see you, hear my plea. After your departure, it is now my turn to prove I'm deserving of our captain's trust. I will not fail, Chrysanta. And may the greatest of pains devour me if I let the penitents through this door. On your guard, penitent one. So, das ist Estras. Man kann ihn blocken. Ups, wie ihr seht, Blitzelement. Wenn ihr ihm zu nahe kommt, dann macht er so eine komische Blitzattacke. Also wie ihr sehen könnt, noch sind seine Angriffe recht überschaubar. Das ändert sich aber sehr bald. Genau, dann macht er das, wenn man ihn zu dicht auf die Pelle rückt. Man kann viele Angriffe einfach blocken.
Ansonsten müsst ihr immer darauf achten, wo ihr steht. Und ich glaube, ab der Hälfte des Kampfes, also wenn er die Hälfte seiner Energie eingebüßt hat, ruft er seine Schwester zur Hilfe. Was war das, Gil? Nein. Später fängt er noch an, Pew-Pews zu schießen. Aber das alles erst später, wenn er einiges an Lebenspunkten eingebüßt hat. Soweit, so gut. Oh. Das hatte ich vergessen, dass er das kann. Ah ja, genau. Das ist die Pew-Pew-Attacke. Da könnt ihr euch einfach drunter durchducken. Au. Ups. Aua. Autschi. Das war nicht wie geplant. Oh. Nein. Das war zu langsam. Au. Au. Na, ah, er steht so weit weg. Upsasa. Oh, das wollte ich nicht. Da wollte ich mich eigentlich drunter durchducken. Aber okay. Ja. Yeah. Jetzt ruft er nach Hilfe und jetzt wird's richtig nervig. Weil ihr jetzt noch darauf achten müsst, was seine ach so tolle Schwester macht. Besiegen könnt ihr sie nicht. Ihr könnt sie eigentlich nur umgehen. Und ihr müsst immer ein bisschen darauf achten, was sie macht. Wow. Autschi. Ja. Eigentlich macht sie auch nur, wie im ersten Kampf mit ihr, aua, diese Dash-Attacke. Oh, oh. Au. So. So, da wären wir. In der letzten Episode haben wir einmal das ausgebrütete Ei der Deformierung erhalten und ein unvollständiges Skapulier von Estras Schwester Perpetua. Ein Skapulier ist so ein Überwurf, den Mönche meistens tragen, falls ihr es nicht wisst. Also so eine Art Tunika, Poncho, wie auch immer ihr es nennen wollt. The deformity has opened up. Was du nicht sagst. You have been granted three knotted tongues, able to grow deep roots that will twist and wring, copying the pain of their three mothers.
In the name of the High Wills, I bless this relic. Watch over it, for it is now pure and sacred. Und wir haben 3 verknotete Zungen erhalten. Ein äußerst interessantes Reliquium. Nein, eine äußerst interessante Reliquie. Mein Gott, das ist immer so. Okay. Sehr wichtig, werden wir gleich anlegen. Was wir jetzt erstmal nicht brauchen, ist die eiserne Lunge. So. Habe ich noch irgendwas, was ich dir geben kann? Nein. Okay. Moment. Eigentlich brauche ich das nicht. So, jetzt haben wir es. Ja, tut mir leid, dass es mit Estras jetzt nicht so geworden ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber wie gesagt, es ist schon ein bisschen her. Ich finde, er ist auch so einer der ziemlich nervigsten Gegner in diesem ganzen Spiel. Kämpfe nicht sehr gerne gegen ihn. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh darüber, dass die letzten DLCs und Updates einem die Möglichkeit geben, ihn ein bisschen zu umgehen. Moink. Habe ich es immer noch nicht gemacht? Ja, ja, das kennen wir halt schon. Okay, ich dachte eigentlich, ich hätte es gemacht, aber ist okay. Auch ich kann mich irren. So. Uno. Dos. Die Zahl der Bestien. Yay. Ja. Bis halt. Ja. Danke nochmal für deinen auch so tollen Kalkstein C. So. Oh, Estras. Ich will mal Aragorn sagen. Oder Estragon. Sister, I know you are there. Even if I can't see you, hear my plea. After your departure, it is now my turn to prove I'm deserving of our captain's trust. I will not fail, Chrysanta. Chrysanta werden wir auch noch treffen. On your guard, penitent one. That elusive light, it can't be her. Is that true, sister? Is this really the sublime light of your virtue? So, you have received the much esteemed and blessed favor of my sister. With her blessing, she has given you the ability to hear her noble voice. Eigentlich habe ich sie nur einmal gehört, aber okay. Penitent One, meet me in the chapel where guilt was given shape. Where you were anointed the Penitent One, and where you knelt for the first time. It will be in this remote place that my sister will hear my plea, and will send her voice to me once again.
Das ist der Skill, den ich die ganze Zeit haben will. Hey, Estras, danke, dass du mich nicht mit deiner dicken Keule kaputt hauen möchtest. Ja, das passiert, wenn man, bevor man Estras herausfordert, seine Schwester trifft. Okay, sehr appetitlich. So, damit wären wir im eisernen Baum. Aber bevor wir hier weitermachen, werden wir zurück in die Bruderschaft der stummen Trauer springen. So, es gibt hier nämlich noch einiges zu tun. Erst einmal, dadurch, dass wir jetzt die drei verknoteten Zungen haben, können wir hier uns noch ein paar Goodies besorgen. Das ist der Weg, wo wir gleich hin müssen. Hinwollen. So, durch dieses lustige Item hier, nein, erstmal brauche ich diesen Skill, durch das lustige Item, die drei verknoteten Zungen, können an gewissen Stellen, an denen ihr hier solche braunen Knörzis seht, kommen dann solche Wurzeln hervor, die dann dafür sorgen, dass man an ihnen entlang klettern kann und an Stellen kommt, an die wir vorher nicht gekommen sind. Das bedeutet, wir werden in dieser Episode erstmal einiges an Backtracking machen. Sonst vergesse ich nämlich diese ganzen Skills und Items und Creepy Babies einzusammeln. So. Na. Ach, das hasse ich so. Das hasse ich auch. Ihr müsst nämlich echt flink sein, sonst gehen diese Blutplattformen wieder zurück. Das hasse ich so. Oh nein. Oh Gott. Ich habe das Game kaputt gemacht. Nein. Oh. Quark. Jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Verdammt. So, jetzt müsste es gehen. Ich hoff's. Was aber auch bedeutet, dass ich jetzt hier nochmal zurück muss. Ich finde es sehr erstaunlich. Oh, nee, hat er gespeichert. Die Animation, wie der Büßer sich an Vorsprüngen hochzieht. Das müsst ihr mal beobachten. Er zieht sich nämlich nicht hoch, sondern er springt regelrecht hoch. Ich finde das total faszinierend. Müsst ihr mal drauf achten. Mit einer Hand und dann so ein Wupp. Äußerst beeindruckend. Ich kann das nicht. So, okay. Diesmal ohne, dass ich es verbocke.
versuche mir die Standpunkte der Leichen, mit denen wir kommunizieren können, zu merken. So, hier finden wir erst einmal einen neuen Skill. Wenn ihr hier hochkommt, ohne dass ihr von Estras die Aufforderung bekommen habt, ist die Tür zu. Ihr kommt ihr also nur rein, wenn ihr die Aufforderung von Estras erhalten habt. Wir erinnern uns vielleicht an diese auch so tolle Statue. Virtuous penitent one. This was the place where your sword was born of guilt itself, bringing pain to the flesh, as the soul could suffer no more. The voice of my sister, may the glories protect her, recited verses to me as tender as they were wise. Her words revealing a different destiny for you. Further away, although not in distance, woven in shadows, though full of light. I have been guarding this key for a long time now. Dankeschön. It will open the door behind which lies that which the holiness itself condemned to eternal reclusion. I no longer have the power nor the words to describe it. Head for the Library of the Negated Words. There you'll find the Keeper of Keys, though the one I am entrusting you with is missing from his collection. Was Sinn macht, da wir ihn haben. Das ist die Figur, die wir im Intro gesehen haben, die sozusagen die erste war, die vom Wunder erhört wurde, vom Mirakel erhört wurde und von der wir unser Schwert erhalten haben. Dieses Spiel ist bezüglich seines Backgrounds oder Lore, wie auch immer ihr es nennen wollt, sehr, sehr kryptisch. Man muss ich die Story so ein bisschen ähnlich wie in Bloodborne mit Hilfe von verschiedenen Items zusammenreimen. Vielleicht mache ich mir tatsächlich mal die Mühe und werde ein Video bezüglich der ganzen Hintergrundgeschichten, Beschreibungen, Items, Stories etc. Vielleicht werde ich mir das mal geben. Ich weiß es noch nicht genau. Okay. Wo, das haben wir geschafft. Wo müssen wir noch überall hin? Genau, Yondu ist eigentlich eine gute Idee. Wenn wir schon hier sind. Und Yondu nicht so weit weg ist. Ups, das ist er. Komm her, du. Ach, keine Lust. Ah, ich hab's kommen sehen. Ich hab's kommen sehen. So, ich muss kurz spicken. Ja. Okay, hier habe ich noch was zu erledigen. Das ist das. Dann genau hier unten gibt's noch was Schönes. Lasst euch nicht von dem Gequengel und Gequietsche irritieren. Das ist mein Hund. Der gerade sehr damit beschäftigt ist, Ball zu spielen. Ja, ich könnte ihn jetzt anschreien und sagen, er soll es lassen, aber
Okay, das haben wir erledigt. Das haben wir erledigt. Jetzt geht's noch einmal hier runter. Und hier rein. Nein, hier waren wir schon. Obwohl, Moment. So, jetzt haben wir es. Jetzt müsste die Karte aber komplett sein, ja. Okay. Ja. So, ich muss kurz auf die Karte gucken. Oh, ja. Mein Hund ist sehr verspielt und nervig. Nein. Mehr. So, das war das. Ein weiteres Gebet. Okay. Dann können wir jetzt gut, damit hätten wir Yondu eigentlich. Noch nicht ganz, aber. Wups, ist er. So ziemlich abgeschlossen. Wow! Ich wusste nicht, dass du das auch mal senkrecht nach oben kannst. Gut zu wissen. Ich lerne jeden Tag etwas Neues. Okay. Ich muss kurz gucken, wo ich als nächstes hin möchte. Ja, ich würde sagen, wir nehmen noch die Klage. Ja, haha, hättest du wohl gern. Nein.
Also, wo muss ich hin? Da und da unten. Hi. Au. Lass mich in Ruhe. Bin ich noch richtig? Ja. Ach ja, dich hatte ich vergessen, Schätzele. Dich hatte ich ja ganz vergessen. Moment. Ich bin falsch. Falsch gelaufen. Kann passieren. Vor lauter, lauter. Eigentlich dachte ich, ich komme drunter durch, aber okay. Ich muss runter. So, was passiert, wenn man das Ei ausgebrütet hat und nochmal mit Altas Gracias spricht? Sie ist weg. Und stattdessen finden wir einen Knoten aus Haar. Eine Rosenkranzperle. Ich werde in der nächsten Episode nochmal genauer auf alles eingehen, was wir gefunden haben. Jetzt gerade renne ich so ein bisschen hier durch. Moment, ich kann eigentlich noch... Das kann ich wegmachen und das kann ich wegmachen. Hi, immer noch da.
sehr gut. Wir könnten jetzt eigentlich noch... Ja. Machen wir das. Bring me the quicksilver. Ja. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Graceful be the heart. With this silver. Ja. Ich will es nicht zu oft machen, wobei eigentlich würde ich euch auch ganz gerne zeigen, was passiert, wenn man die Quest bis zum Ende bringt. Allerdings tue ich mich so ein bisschen schwer damit, weil ich mag sein Schicksal nicht. Ich mag nicht, was passiert, wenn man diese Quest erfolgreich abschließt. Habe ich noch was? Nein, ich habe nichts für dich. Okay. Dir geht's gut, ne? Schön, kuschelig, warm. So, ich will eigentlich nur noch schnell hier abspeichern. So, was ich jetzt auf jeden Fall brauche, ist dieser Skill hier, der heilige Stoß. Den möchte ich auf jeden Fall noch freischalten. Weil wir als nächstes in die Bibliothek gehen und ich hasse die Bibliothek. Einfach weil es dort Gegner gibt, mit denen ich sowas von nicht klarkomme. Okay. Hier unten war noch sowas. So, wir gehen noch ein bisschen weiter voran in den eisernen Baum. Hier in der Halle der Dämmerung werden wir erstmal noch nichts machen. Gibt's nur Quecksilber. Foundling siblings who went on to be part of His Holiness God. It was said that Perpetua could speak to her brother even after death. For twisted are the paths of the miracle. Jo. Als nächstes werden wir dieses tolle Level machen. Die leisen Schritte. Okay. Ja, ich glaube, für heute haben wir es wieder. Diese Episode war jetzt etwas weniger actiongeladen, bis auf die Sache mit Estras. Vielleicht mache ich mir doch nochmal die Mühe und haue ihn letztendlich doch zu Brei. Vielleicht. Mir ging es aber eigentlich nur darum, euch zu zeigen, wie der Kampf gegen ihn abläuft. Schade, dass ich es nicht geschafft habe, ihn kaputt zu machen, aber wie gesagt, das ist lange her und das ist auch so ein Gegner für mich, der mir immer wieder Schwierigkeiten macht. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich hoffe, es war einigermaßen hilfreich. Und natürlich hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Episode wiedersehen.